Stefan Maross, 47, kann endlich wieder strahlen nach dem Eheaus mit Anna-Karina Wojcak, 30, denn er hat eine neue Dame in seinem Leben. Es liegen bittere Monate hinter Stefan Maross. Im Sommer war er erstmals für einen längeren Zeitraum von seiner Ehefrau Anna-Karina Wojcak getrennt. Während ihn die räumliche Trennung fertig machte, so genoss die Blondine die Zeit alleine, etwas zu sehr, denn sie entschied für sich, dass diese Partnerschaft doch nicht mehr das Richtige für sie ist. Im November 2022 kam schließlich die offizielle Trennung der beiden Schlagerstars. Zu viele Herausforderungen standen ihnen im Weg, hieß es in ihrem Trennungsstatement. Mittlerweile ist Anna-Karina aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Allerdings hat sie nicht nur ihre 7 Sachen mitgenommen, sondern auch Hundedame Lotti, um die sich beide Musiker gekümmert haben. Frau weg, Hund weg, ganz schön harter Tobak für Stefan Maross. Nun gibt es aber eine neue kleine Fellnase, die das Licht zurück in das Leben des immer wieder Sonntagsmoderator bringt. Während Anna-Karina Wojcak gerade mit ihrem neuen Freund Daniel in der Karibik die Sonne genießt, hat Stefan Maross jetzt auch eine neue Dame in seinem Leben begrüßt, Hundedame Luna. Dies verriet er kürzlich im Interview mit der Bild. Ich habe die kleine Luna genannt, was für den Mond steht, weil ihr Fell eine so helle Farbe wie der Mond hat. Schon jetzt ist der 47-Jährige ganz verzückt nach der 6 Monate alten Fellnase, die ihn rund um die Uhr auf Trab hält. Ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Wir gehen zusammen Gassi, kuscheln zusammen. Ach wie süß, das lässt den Trennungsschmerz sicher in den Hintergrund rücken. Und wer weiß, vielleicht trifft Maross ja beim Gassigen irgendwann auf seine MRs. Reit.